بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ich bezeuge, es gibt niemanden, der mit Recht angebetet wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Ich begrüße meine Geschwister herzlich willkommen zu dieser Fragerunde, inshallah ta'ala. Und ich begrüße euch mit dem Gruß des Islams, mit dem Gruß der Paradiesbewohner, der Engel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und wie angekündigt, inshallah, werde ich wahrscheinlich, inshallah, jede Woche Freitagabend dann eine Fragerunde machen und Fragen beantworten, bi'inillah azza wa jal. Und bitte Allah subhanahu wa ta'ala um al-ikhlas fil qawli wal amal und den Tawfiq. Und jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Ich habe inshallah jetzt also drei Fragen oder so habe ich schon in den Flyer reingeschrieben. Und beginne inshallah mit den drei Fragen. Ansonsten würde ich euch gerne bitten, wenn jemand Fragen hat, kann er sie gerne stellen. Einfach ins Kommentarfeld schreiben, am besten noch nicht jetzt. Und wer mir einen Gefallen tun kann und die Fragen schon mal kopieren, die im Kommentarfeld reingeschrieben wurden, dass man die vielleicht einfach mal reinschreibt. Ja, dass man die Kommentare, die Fragen, die ins Kommentarfeld geschrieben wurden, jetzt vor dem Vortrag, inshallah, könnt ihr auch noch, vielleicht einfach kann es jemand kopieren einfügen, ja, als Kommentar, dass ich das lesen kann, inshallah. Aber ich beginne erstmal, inshallah, mit den Fragen, mit den drei Fragen, die ich im Flyer geschrieben habe. Inshallah, ta'ala, rede ich erstmal kurz darüber und dann, inshallah, beantworte ich, wenn Allah subhanahu wa ta'ala mir Wissen darüber gegeben hat. Und ich weiß, was die Gelehrten darüber sagen, quasi, dann werde ich inshallah darauf antworten. Daim inshallah. Am liebsten, ganz ehrlich, bitte nicht jetzt die Fragen reinschreiben, weil die werden nach oben rutschen, dann muss ich sie später wieder raussuchen. Bitte jetzt noch keine Fragen stellen. Ich fange erstmal mit den drei Fragen an, inshallah, die ich angekündigt habe. Frage Nummer 1. Sind Kryptowährungen erlaubt? Kryptowährungen wie zum Beispiel jetzt die bekannteste Kryptowährung ist Bitcoin und natürlich gibt es viele, viele, viele andere, Ethereum oder andere noch, aber im Allgemeinen sind diese Kryptowährungen wie Bitcoin erlaubt, die zu kaufen, die zu besitzen etc. Liebe Geschwister, barakallahu fikum, allgemein ist im Islam erstmal sowieso alles erlaubt. Ja? Im Islam gibt es eine Grundregel, dass erstmal alles erlaubt ist. Ja, bis es einen Beweis gibt, dass eine Sache haram ist. Ja, die Grundregel auf der Erde ist, alles ist halal. Außer Allah sagt im Koran, hurrimat alaikum, hurrimat alaikum. Oder der Prophet Muhammad sallam, oder Allah azza, also Allah azza oder der Prophet Muhammad sallam sagt, eine Sache ist haram. Ja, ansonsten ist erstmal al-ibaha, alles ist erlaubt. Ja, bis ein Beweis kommt, dass es verboten ist. Und aber, liebe Geschwister, es gibt Nawazil, ja, eine Nazila, wie zum Beispiel jetzt diese Bitcoins und diese Kryptowährung, ist eine Nazila von den Nawazil, eine Sache, die neu gekommen ist, die gab es nicht damals, die gab es nicht zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja, und deswegen, wenn es solche Sachen gibt, dann hat aber der Islam immer, ja, der Islam ist für jede Zeit, ja, bis Yom al-Qiyamah, egal was kommt, egal für Sachen, was für Sachen noch geben wird in der Zukunft, egal in welcher Hinsicht, der Koran und die Scharia ist so perfekt, ja, dass sie alles, ja, alles, für alles ein Urteil hat. Ja. Warum? Weil der Islam ist gekommen mit klaren Geboten und Verboten und mit Regeln. Ja, mit Regeln. Regeln, die eine Sache zu halal, zu haram, quasi zu halal oder haram machen. Ja? Beispielsweise halal, weil alles erstmal halal ist. Solange keine Sache, solange kein Schaden darin ist, solange kein offensichtlicher Schaden oder Betrug oder dieses oder jenes oder was auch immer. Ja?
Und es gibt Regeln, womit die Gelehrten, ja, die haben Werkzeuge. Der Koran, die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sind darin sind Werkzeuge, womit die Gelehrten mit dem Fiqh, mit ihrem mit Ijtihad, den sie haben, den sie machen können, ja, ein Rechtsurteil fällen können, wo sie dann am Ende sagen, das ist halal, das ist haram, 100% halal oder haram. Ja, warum? Weil es gibt Regeln im Koran der Sunna, ja, wo nicht steht, das und das ist halal oder haram, aber darin sind Regeln. Regeln, die eine Sache zu halal oder eine Sache zu haram machen. Ja, und, genau, und besonders auch zum Beispiel in dieser ganzen Sache, beispielsweise in der ganzen Finanzwelt, ja, in der heutigen Finanzwelt, diese ganzen Arten von Zinsen und viele Sachen, die es heute vielleicht gibt, die damals nicht so bekannt waren, aber es gibt Formeln dafür. Ja, es gibt Regeln dafür, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seiner Sunnah geklärt hat. Und daraus können die Gelehrten mit ihrem Ijtihad, mit ihrem Wissen, Fachwissen, können sie dann ein Urteil fällen über diese neue Sache, ob sie halal oder haram ist. Und deswegen, liebe Schwester, im Allgemeinen erstmal ist alles halal, ja, bis es Beweise gibt, dass es haram ist. Was jetzt diese Kryptowährung angeht, so ist es so, liebe Schwester, Barakallahu fikum, dass es im Allgemeinen eine große Sache ist. Und deswegen haben die Gelehrten in den letzten Jahren bedacht, langsam diese Sache mehr und mehr unter die Lupe genommen. Und auch jetzt noch, es gibt Gelehrte, die jetzt zum Beispiel eine Doktorarbeit darüber schreiben oder einen der Schüler, der Studenten, dass dieses gegeben haben, also weitergegeben haben, dass ein Schüler, ein Student quasi, dass er eine Doktorarbeit schreibt über Kryptowährung, ja, dass er das ganz genau untersucht mit islamischen Regeln etc. Ja, und sowas ist ehrlich gesagt normalerweise eine Sache von einem Majma' Fiqhi, ein Gremium von Fuqaha, von Gelehrten, die sich im Fiqh-Bereich in der Finanzwelt sehr gut auskennen mit der, ja, die studieren diese Sache, das heißt, sie studieren quasi Kryptowährung, wie entstehen die, was ist das überhaupt, ist das, ja, was ist das überhaupt, etc., ist das Geld, ist das eine Ware, ist das, wie kriegt man das, ist das akzeptiert von den Menschen, ist das akzeptiert von den, ja, ist das legal, illegal, ist da Betrug drin, was auch immer. Ja, sie studieren diese Sache. Und dann studieren sie diese Sache mit den islamischen Regeln und mit der islamischen Scharia. Und dann kommen sie am Ende mit einem Rechtsgutachten, mit einer Fatwa und einem Rechtsgutachten, wo sie dann sagen, halal oder haram. Ja? Und barakallahu fikum. Und im Allgemeinen, liebe Geschwister, wenn man jetzt sieht, beispielsweise was diese Kryptowährung angeht, man muss auch darüber reden, ist das Geld? Ja, ist das Geld? So wie wir jetzt Euro, Dollar und so haben, ja, ist es ein Zahlungsmittel wie das heutige Geld, oder ist es eine Ware, ja, eine Ware. Manche Gelehrte, die sagen zum Beispiel, es ähnelt mehr einer Ware, die einen Wert hat, ja, von der Hinsicht wäre das sowieso, oder haben das die Gelehrten erlaubt, halal, ja. Aber im Allgemeinen, liebe Geschwister, ist das sehr wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, ist das eine Sache, die halal ist, ja. Dass Kryptowährung, das jetzt Bitcoin und so, im Allgemeinen halal ist. Ja? Es kann sein, wie gesagt, es ist noch nicht 100% komplett von vielen, vielen verschiedenen Gelehrten quasi unterschrieben worden. Ja? Aber im Allgemeinen gibt es schon mehrere Gelehrte, die sagen, dass es halal ist und dass es wahrscheinlich noch in der nahen Zukunft wird es noch mehr Fatwa und noch mehr Deutlichkeit darüber geben. Warum? Warum sagen manche schon, dass es halal ist? Weil das danach aussieht. Erstens, weil zum Beispiel Imam Malik, ja, der kurz nach dem Tod des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelebt hat, einer der vier großen Rechtsschulgelehrten, er sagte, dass alles, was die Menschen akzeptieren, unter sich akzeptieren als Austausch für Ware gilt als Währung, gilt als Zahlungsmittel und ist akzeptabel und ist erlaubt. Zum Beispiel auch Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah sagte auch, dass die Währungen sehr, sehr viele sind, ja, unendliche sind, solange das die Menschen akzeptieren als Zahlungsmittel, dass du damit einkaufen kannst und dass jemand dir seine Ware verkauft, im Gegenzug, dass du ihm diese
dieses als Zahlungsmittel gibst. Und dann gibt es zum Beispiel auch eine Fetwa von Sheikh Nasr al-Barraq, rahimahullah, dass er sagte, ehrlich gesagt, allerdings vor einigen Jahren, er sagte, dass er sagt weder halal noch haram. Ja, er hält sich, ein Großgelehrter dieser Zeit, aber er sagt, ich enthalte mich der Meinung, ja, weil es vielleicht für ihn noch nicht deutlich genug ist oder war, sage ich mal, als er das gesagt hat. Aber er sagte, aber wenn jemand Bitcoins hat, so ist er zakatspflichtig. So muss er Zakats davon abgeben. Ja, so muss er davon Zakats abgeben. Was auch natürlich auch darauf zeigt, verdeutlicht, sage ich mal, dass das halal ist. Und wie gesagt, und wenn das wirklich eine Sache ist, die von Staaten, von den Menschen, von den Völkern im Allgemeinen akzeptiert wird als Zahlungsmittel, und es gibt jetzt immer und immer und immer mehr Länder, ich glaube Japan, und es gibt jetzt, glaube ich, schon zahlreiche Länder, die das als Zahlungsmittel akzeptieren, und in vielen Ländern auch, dass sie, und die haben ja auch natürlich Nutzen davon, weil sie können dann auch Steuern einnehmen von dieser Währung, von diesen Transaktionen. Und vielleicht weiß auch der eine oder andere nicht so viel darüber. Es ist ja, eigentlich ist es eine Barmaja, es wurde ja programmiert, ja, es ist etwas, was programmiert wurde. Es ist schon etwas Hariri, es ist schon etwas Realistisches. Baraklaufikum. Und es ist etwas, was programmiert ist. Es ist kein Geld, was man anfassen kann in dem Sinne. Es ist virtuelles Geld, ja, aber es hat einen Wert, und es ist programmiert worden. Und es gibt auch nur eine maximale Zahl, ich glaube, von 21 Millionen Münzen, die es geben kann, weil das natürlich schon, bevor man damit angefangen hat, das komplett schon programmiert hat. Da kann man nichts mehr hinzufügen, etc. Bei den Bitcoins jetzt, ne, im Allgemeinen. Und das kaufst du und verkaufst du quasi online. Du kannst das online benutzen für Transaktionen, und du hast quasi Codes etc., und wo du dann von deinem Wallet, von deinem Portemonnaie quasi, also dein virtuelles Portemonnaie, kannst du dann mit einem Code etc., gesicherten Codes etc., Überweisungen machen, und das von deinem Wallet, von deinem Portemonnaie, von deiner Brieftasche quasi, virtuelle Brieftasche, auf die Brieftasche eines anderen überweisen quasi, der egal wo auf der Erde ist, ja, im selben Augenblick. Und Wallahu a'lam, und es gibt auch, wie gesagt, mittlerweile auch große Konzerne, ich glaube PayPal, ich glaube eBay oder Amazon, die jetzt schon damit planen. Und es ist ja höchstwahrscheinlich, dass es in der Zukunft sowieso das Geld, das heutige Geld, was wir kennen, die Euros und also Bargeld abgeschafft wird, und dann wird das sowieso eventuell eine ganz normale Zahlungsmethode werden. Wallahu a'lam, Allah weiß am besten. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen, Allahu a'lam, sieht das schon sehr, sehr danach aus, und es sind einige Gelehrte, die gesagt haben, dass es erlaubt ist. Manche sagen, man weiß das noch nicht 100%, aber man kann auf jeden Fall nicht sagen, dass es haram ist. Man kann nicht sagen, dass es haram ist, und Allah weiß es am besten. Einen Augenblick, ich brauche Ladekabel. Und Allah weiß es am besten, und einen Augenblick. Verzeiht mir. Wie gesagt, und im Großen und Ganzen, im Großen und Ganzen, Barakallahu fikum, ist das höchstwahrscheinlich, inshallah, halal. Und ich habe jetzt noch nicht von irgendwelchen Gelehrten gehört, dass es haram ist. Also ich habe, glaube ich, noch von keinem Gelehrten gehört, dass es haram ist. Es gibt ja den einen oder anderen, der sich erstmal enthalten hat, weil es noch nicht 100% sicher ist. Aber wie gesagt, es gibt schon mehrere Gelehrte, die sagen, es ist halal, mit Bitcoins zu handeln. Aber man muss aufpassen, liebe Geschwister, man muss aufpassen, denn da das alles natürlich über Computer geht etc., es gibt ja auch manche Sachen, die mit Zinsen zu tun haben, oder manche Sachen, die verboten sind oder was auch immer, oder Betrug sein kann, da muss man halt aufpassen. Aber im Großen und Ganzen sind Kryptowährungen, wallahu ta'ala a'lam, erlaubt, und in den nächsten wahrscheinlich Monaten und Jahren werden wir inshallah noch mehr Fatwa von Gremien
und großen Gelehrten inshallah hören und sehen. Wallahu ta'ala ala wa ala. Nummer zwei, sind Aktien erlaubt? Sind Aktien erlaubt? Im Großen und Ganzen, liebe Geschwister, barakallahu fikum, sind Aktien auch erlaubt, weil Aktien im Großen und Ganzen, im Allgemeinen, ist das, dass du ein Teilhaber bist von einer Firma. Ja, du kaufst Anteile einer Firma. Die Bedingung aber dafür, dass es halal ist, ist natürlich die allgemeinen Sachen, dass du allgemein mit einer Sache wirtschaftest, die islamisch gesehen halal ist. Und zwar darf man natürlich nicht beispielsweise Aktien kaufen von Firmen, die Sachen verkaufen, die haram sind. Ja, die haram sind. Zum Beispiel, von Heineken, Becks oder keine Ahnung, Alkoholhersteller. Alkohol, Wein, Whisky und so. Ja, du darfst nicht Anteile kaufen von einer Firma, die haram kauft und verkauft. Ja. Nummer zwei, beispielsweise Firmen, die handeln mit Sachen, die haram sind, beispielsweise Banken, Versicherungen, ja, die ganz, ganz klare Sachen haben, die haram beinhalten. Und deswegen ist es wichtig, dass man, wenn man Aktien kauft, dass man darauf achtet, dass wenn man Anteile kauft von einer Firma, Aktien kauft von einer Firma, dass das im Rahmen von erlaubten Dingen sind, dass du zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du Aktien kaufst von einem Autohersteller beispielsweise vielleicht oder Hersteller von, weiß nicht, ja, Hersteller von irgendwelchen Sachen, sag ich mal, die im Allgemeinen erlaubt sind, Kleidung oder, keine Ahnung, Schuhe zum Beispiel oder was auch immer, im Allgemeinen sind Aktien erlaubt, solange diese Firmen auch mit erlaubten Sachen handeln und darin keine verbotenen Sachen wie Alkohol, Drogen, Zinsen oder Sachen, die mit Zina zu tun haben oder Sachen, ja, also alles, was im Großen und Ganzen alles erlaubt ist, so sind auch die Aktien davon erlaubt, ja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Und da muss man halt aufpassen, wie gesagt, dass man dass man nicht irgendwie Aktien kauft oder mit irgendwelchen Aktien zu tun hat, wo dann diese Firmen Sachen machen, die islamisch gesehen verboten sind. Nee, also der schreibt jemand, wenn du einen Stromausfall hast, dann ist dein Geld futsch bei der Internetwährung, bei Bitcoins. Nee, so ist das nicht. Nee. Also mit Internet, mit Strom. Wallahu alam. Auf jeden Fall, barakallahu fikum. Wallahu alam, also, ich meine, im Großen und Ganzen haben Firmen, die im Allgemeinen ihre Wirtschaft oder sie erwirtschaften ihr Geld normalerweise, sag ich mal, mit Autos verkaufen, wie jetzt VW, Mercedes oder so, ja. Die erwirtschaften normalerweise ihr Geld mit Sachen, die halal sind, ja. Es gibt dann deswegen ist es normalerweise in der, also einzeln, wenn man jetzt bestimmte Firmen nach bestimmten, also wenn man jetzt wirklich Aktien kaufen will, dann muss man sich erkundigen, was die wirklich alles so machen, etc. Allahu alam. Aber im Großen und Ganzen, wenn die halal Sachen kaufen und verkaufen oder herstellen, was islamisch gesehen erlaubt ist, dann ist auch, es ist inshallah auch erlaubt, barakallahu fikum, Aktien zu kaufen. Dritte Frage war, sind Piercings erlaubt? Ja, sind Piercings erlaubt? Und das ist ja vielleicht eine ganz bestimmt eine Frage, die, glaube ich, Schwestern mehr interessieren, oder auch einem, okay, vielleicht auch Männer. Auf jeden Fall, liebe Schwestern, was Piercings angeht, so sind Piercings im Allgemeinen, islamisch gesehen, es ist erlaubt, es ist libaha, ja, allgemein erlaubt. Aber Piercings zählen halt zur Verschönerung, zählen als Schmuck. Ja, sind ein Schmuckstück quasi, ist etwas, womit man sich schmückt natürlich, so wie halt andere Schmuckstücke, Hals, Armband, Ringe, keine Ahnung, hier, wie nennt man die Dinger nochmal? Ja, also Piercings sind im Allgemeinen erlaubt, ja, egal, Bauchpiercing oder woanders, ja, egal wo, ist es eigentlich im Allgemeinen ist es erlaubt, aber was wichtig ist, barakallahu fikum, ist,
dass Piercings nicht erlaubt sind, ja, Piercings nicht erlaubt für fremde Männer, ja, das ist das, wo es natürlich klar verboten ist, ja, dass du Piercings machst, ist natürlich, ist islamisch gesehen halal, ist erlaubt, aber es ist nicht erlaubt, ja, sie draußen anzuziehen vor fremden Männern. Warum? Weil das Schmuck ist. Ja? Ich meinte jetzt nicht den Bauchpiercing, den wird man wahrscheinlich nicht so zeigen, aber ich meine im Allgemeinen, Piercings sind im Allgemeinen sind erlaubt. Ja, barakallahu fikum. Das sagt man auch, Herr. Also ab jetzt, inshallah, kann ich... Warum sollen Piercings verboten sein? Allahu alim. Allahu alim. Also ich meine, du wirst vielleicht den einen oder anderen finden, der vielleicht etwas anderes dazu sagt, aber im Allgemeinen gilt auch zu den Piercings das gleiche wie bei allen anderen Sachen im Islam. Erstmal, es ist halal. Alles ist halal. Ja, so. Es gibt kein Verbot. Gibt es irgendwo ein Verbot in der Scharia, dass man keine Piercings haben darf? Gibt es nicht. Ja? Sei es jetzt Ohrringe beispielsweise oder Nasenring oder keine Ahnung. Gibt es ein Verbot dafür im Islam? Gibt es nicht. So, und wenn man jetzt ein Piercing woanders haben will, es gibt kein Verbot dafür. Deswegen ist sowieso erstmal alles halal. Ja? Es könnte eventuell haram sein, wenn diese Sache eine Sache ist, die nur Kuffar machen und speziell ein Symbol des Kuffar ist, ein Symbol dieser Kuffar-Religion, religiösen Zugehörigkeit wäre. Ja? Aber ist es nicht. Ist es nicht. Und deswegen im Allgemeinen, wie gesagt, dann wäre es verboten, nicht von dem Piercing halt selbst, sondern von einem anderen Punkt im Islam, und zwar das Nachahmen der Kuffar. Ja? Und das Nachahmen der Kuffar, es ist ja nicht alles Nachahmen. Ja, das habe ich ja auch schon gesagt. Ja, es ist erlaubt, aber es ist erlaubt zu Hause, unter Frauen, zu Hause, für den Ehemann, kann man Piercings tragen und es ist inshallah halal. Und es ist nichts dabei. Da fragte gerade jemand, was ist aber dann mit Tattoos? Tattoos sind haram. Definitiv haram. Und da ist wieder diese Sache. Wenn es keinen Beweis gäbe aus der Scharia, so wäre es halal. Aber es gibt dafür den Beweis. Und zwar ist es eine große Sünde. Ja, es ist eine große Sünde im Islam. Und der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, La'an Allah al-washima wal-mutawashima. Yani Allah azza wa jalla hat verflucht die Frau, die Tattoos macht und die es machen lässt. Beide. Ja. Das heißt, die Frau, die in einem Laden arbeitet oder privat das macht, die Frau, die Tattoos macht und die Frau, die das machen lässt bei sich, ja? Egal klein, groß, egal wo, beide sind verflucht und verflucht bedeutet immer große Sünde. Verflucht im Islam ist immer, wenn du hörst verflucht, bedeutet das große Sünde. Und da ist das, ja? Da haben wir zum Beispiel ein Beispiel, normalerweise ist alles halal, bis ein Verbot kommt. Hier kam ein Verbot, ja? Und deswegen Tattoos sind haram, ja? Natürlich, wenn jemand das schon gemacht hat, wenn es jemand schon gemacht hat in der Jahiliya früher, der war kein Muslim oder der war Muslim, der wusste das nicht oder er wusste, das hat gesündigt, der muss Taube machen und Khalas. Ja, und Khalas. Ja, der muss Taube machen und das war's. Wallahu ta'ala alim wa alim. Aber Tattoos sind definitiv haram und ist eine große Sünde im Islam. Okay, inshallah. Jetzt nehme ich inshallah einfach eure Fragen und werde inshallah davon beantworten, was ich beantworten kann, inshallah. Ja, wenn jemand, inshallah, die Fragen nochmal kopieren kann und reinschreiben kann, die in den Posts, die ich vorhin gemacht habe, vor dem Vortrag, die Fragen, die dort gestellt wurden, wenn jemand kopieren kann, reinschreiben kann, wäre ich, inshallah, dankbar. Okay, genau, diese Frage habe ich gesehen. Ah ja, genau. Also da fragt zum Beispiel hier, glaube ich, Schwester, sind Bitcoins und Aktien nicht wie Qimar, also Glücksspiel? Nein, ist es nicht. Ist es nicht, ist kein Glücksspiel. Und zwar ist das, hat das ja damit zu tun, einen Wert. Euro, Dollar geht hoch und runter, Gold, Silber geht hoch und runter, ja. Und Aktien und Bitcoins etc. gehen auch hoch und runter. Das ist halt, der Wert geht hoch und runter, je nachdem, wie sich diese Firmen
und diese Sachen in der Wirtschaft, wie sie, was sie machen, wie weit sie kommen, je mehr sie akzeptiert werden, verkauft werden, etc. Wallahu ta'ala a'lam. Ja, aber es ist nicht Qimar, es ist nicht Glücksspiel. Ja, du kannst ja, du, wenn du Aktien kaufst, du kaufst ja einen Anteil von beispielsweise Mercedes. Ja? Du kaufst einen Anteil davon. Ja, das gehört dir dann 0,0001%. Sagen wir mal, 1% von Mercedes gehört dir. Du musst halt ein paar Milliarden bezahlen und dann gehört dir 1%. Und wenn sie Gewinne machen, etc., dann gewinnst du mit. Machen sie Verlust, verlierst du mit. Ja, und das ist eine Partnerschaft. Islamisch gesehen ist das wie eine Partnerschaft und das erlaubt. Hast du ein paar Tipps, um Tijara zu machen? Nee, das ist eigentlich eine Fragerunde und kein Tipps für Tijara machen. Deswegen, inshallah, nicht heute. Sind Halsketten etc. für den Mann verboten? Die Gelehrten sagen, ja, das ist verboten, weil das eine Nachahmung der Frauen ist. Ja, das ist eine nicht männliche Sache und eine Nachahmung von Frauen. Deswegen sagen viele Gelehrte definitiv, dass es haram ist. Ob alle Gelehrte das sagen, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Allahu a'lam, da bin ich jetzt gerade überfragt. Aber ich weiß, dass auf jeden Fall Gelehrte das als haram sehen, weil das eine Sache ist, eine Tat, der eine weibliche Tat ist. Und der Prophet Mohammed hat diese Menschen verflucht, die Frauen nachahmen, die Männer die Frauen nachahmen und die Frauen die Männer nachahmen. Ja? Das ist eine große Sünde und deswegen das Nachahmen des anderen Geschlechtes verboten und die Gelehrten sagen, dass das verboten ist. Sind Piercings für Männer halal? Allahu a'lam, also kann ich mir nicht vorstellen, dass es halal ist. Im Allgemeinen ist alles halal, aber da allgemein diese Schmuckstücke, ja, Sachen der Frau ist, könnte es gut sein, dass es aus der Perspektive verboten ist, dass das ein Nachahmen des anderen Geschlechts ist. Ja. Aber ganz ehrlich, ich habe diese Frage noch nie gehört, aber es scheint mir Allahu a'lam, ja. So. Jemand hatte gefragt im Kommentarbereich, darf man im Schneidersitz Dua machen? Du darfst Dua machen im Schneidersitz, in jeder Sitzart, im Stehen, im Sitzen, in jeglicher Position kannst du Dua machen. Ja? Man sollte natürlich demütig sein, mit dem Herzen dabei sein, wie der Prophet Mohammed sagt, etc. Aber im Allgemeinen darf man in jeder Position Dua machen. Einen Augenblick bitte, nicht so viel auf einmal hier. Ich hatte eine Frage noch gesehen gerade, die auch im Kommentar. Genau, woher weiß ich, dass meine Absicht auch wirklich aufrichtig ist? Und wie bekommt man Ikhlas, Aufrichtigkeit? Das ist eine gute Frage, inshallah, und barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Also erstmal, woher weiß ich das? Das weißt du eigentlich daher, dass du deine Absicht überprüfst, ja, bevor du die Tat machst, während du die Tat machst, dass du, was hast du beabsichtigt? Was war deine Absicht? Was wolltest du damit machen? Also, du wolltest jetzt fasten oder du wolltest jetzt spenden oder was auch immer. Was war in deinem Herzen? Was war dein Gedanke? War das, du wolltest jetzt gerade diese Tat machen, damit Allah mit dir zufrieden ist und er dich belohnt. Und die Menschen sind dir egal, ob die es wissen, ob die es nicht wissen, ob die dich loben oder tadeln, juckt dich einfach gar nicht. Ja? Wenn das deine Absicht war, die Zufriedenheit Allahs, und wenn du das auch so beabsichtigst von Anfang an, bevor du die Taten, bevor du spendest, bevor du diese Tat machst, bevor du Leute, keine Ahnung, unterstützt oder was auch immer, beabsichtigst du in deinem Herzen, ich mache das jetzt für Allah. Man spricht das nicht, aber man hat das in seinem Herzen, ich mache diese Tat für Allah, ich will von Allah belohnt werden, ich will von Allah Allahs Zufriedenheit haben, zum Beispiel. Ja? Und dann auch während der Tat, dass du dir das immer verinnerlichen, das ist für Allah. Mich interessiert der Lob nicht von den Menschen, genauso wenig wie der Tadel mich von ihnen interessiert. Ja? Dass man nichts von den Menschen erwartet. Hast du jemandem geholfen, erwarte nicht, dass er dir dankt, dass er für dich Dua macht, erwarte nicht von ihm, dass er dich lobt oder sonst irgendwas, weil dann kratzt man an der Aufrichtigkeit oder zerstört die sogar. Ja? Und dann geht man über von gute Tat auf Sünde und schlechte Tat. Und deswegen ist das
wichtigen Standard, dass man vor der Tat beabsichtigt, für wen mache ich das jetzt? Ja? Während der Tat, ja, wenn jemand jetzt gerade reinkommt, der sieht dich beim Beten, er kommt gerade rein, er sieht, dass du gerade Koran liest. Während der Tat musst du Aufrichtigkeit haben und verinnerlichen. Und nach der Tat, ja, muss man das auch versuchen zu haben und zu verinnerlichen, dass man nicht zum Beispiel, man ist nach Mekka gefahren und man macht ein Foto von sich mit seinem Namen, ja, hat man ja, habe ich schon öfters gesehen, und dann in seinem Status oder so und ja, mein Name Ibrahim, Mekka und die Kaaba hinter mir oder so. Ich kann nicht sagen, dass es haram ist, ja, aber Aufrichtigkeit, da muss man aufpassen. Ja, warum zeigst du das anderen? Warum willst du, dass die anderen das sehen? Ja, also, was bekannt ist unter den Sahaba, radiallahu anhum, ist, die Schüler des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie haben ihre guten Taten versteckt, so wie sie ihre Sünden und schlechten Taten versteckt haben. Ja? Um darauf aufzupassen, damit das nicht flöten geht, damit das nicht umsonst war. Ja, warum? Weil die gute Tat, wenn sie nicht für Allah aufrichtig war, dann ändert sie sich von der guten Tat, wird sie gelöscht, das heißt, die wird ja, von 1 Million Hasanat zum Beispiel, geht die runter auf Zero und dann geht die ja noch weiter ins Minus, weil es eine Sünde ist. Ja? Weil es eine Sünde ist und eine Form von kleinem Schirk ist. Und deswegen, wie gesagt, haben die darauf aufgepasst. Aber man muss trotzdem sagen, man kann auch im Islam, zum Beispiel auch beim Spenden, Allah sagt ja im Koran, spendet offenkundig und insgeheim. Ja, insgeheim und offenkundig. Ja? Warum? Weil im Allgemeinen ist insgeheim, ohne dass jemand weiß, ist normalerweise besser, ja, aufrichtiger zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist zum Beispiel schön, wenn man dann solche Sachen hat, wie zum Beispiel bei einem Moneypool, dass man, oder bei PayPal, dass man beispielsweise bei, ja, spenden kann, anonym spenden kann. Keiner weiß. Niemand weiß es, nur du und Allah. Sehr, sehr schön. Ja, aber in manchen Fällen ist es auch gut, das Gegenteil zu machen. Deswegen sagt das Allah im Koran, spendet offenkundig. Warum? Aber spendet offenkundig, indem du die Absicht hast, zum Beispiel, du holst einfach mal jetzt 500 Euro aus, 1000 Euro aus, weil es eine wichtige Sache ist, wo man spenden sollte, wo man helfen sollte, und um die anderen zu motivieren. Ja, um die anderen zu motivieren. Ich sage euch jetzt mal eine Geschichte. Ich habe jetzt vor kurzem, vor wenigen Wochen, habe ich eine Moschee gepostet, die wir neu eröffnet haben. Der Bruder, der sie gespendet hat, er hat mit sich selbst, er hat hin und her überlegt. Soll er das seinen Freunden, Familie und so zeigen oder soll er es für sich behalten, dass er eine komplette Moschee gespendet hat? Am Ende hat er das gemacht, inshallah, und ich bin mir sicher, dass der Bruder, inshallah, aufrichtig war. Möge Allah es von ihm annehmen, ihm ein Palast im Paradies bauen. Dann hat er sich dazu entschlossen, es offenkundig zu machen. Und er hat das gemacht. Und subhanallah, und das war jetzt, vielleicht, ich denke mal, das war vor einem Monat ungefähr, vielleicht im Dezember, habe ich die Moschee gepostet. Subhanallah, innerhalb von einem Monat haben sich schon zwei Brüder gemeldet, seine Freunde, also enge Freunde von ihm. Der eine Bruder hat schon zwei Moscheen gespendet, ja, und der andere hat mit seinen Freunden eine Moschee gespendet. Und die haben noch mehrere Brunnen gespendet, ja, und auch andere, subhanallah, also, schaut, er hat eine Tat gemacht, er kann das, natürlich kann das jetzt, nur Allah weiß, war er aufrichtig oder war er nicht aufrichtig. Wir denken natürlich von unserem Bruder natürlich gut, ja, aber schaut, er hat das offenkundig gemacht, er hat mit sich vielleicht abgemacht in seinem Herzen, ja, Allah ist nur für dich und ich möchte deine Zufriedenheit und so und ich möchte andere motivieren. Und dann hat er das gemacht und wallahi, so, direkt, ja, direkt kamen dann Aufträge und dann jetzt so viele Moscheen und Brunnen wurden jetzt schon innerhalb von wenigen Wochen, ja, und er bekommt dieselbe Belohnung, weil er war Grund dafür, er hat die anderen motiviert zu einer guten Tat. Und deswegen sind auch, ist es nicht immer falsch, offenkundig Taten zu machen, indem man andere motiviert. Und deswegen ist es ja auch eine Sünde und eine schlimme Sünde, Sünden offenkundig zu machen. Wenn du sündigst, ja, versteckt, ist das eine viel kleinere Sünde, als Sünden offenkundig zu machen. Warum? Offenkundige Taten ist eine Werbung. Ist eine Werbung für diese Tat. Ja? Und Wallahu ta'ala ala wa alam. Ja? Warakallahu fikum und jazakumullahu khair. Und wie gesagt, das ist auch kein Verbot, ja, sich ein schönes Bild von sich mit Mekka zu machen oder so, aber man muss aufpassen. Man muss es abwägen. Ja, habe ich einen Nutzen darüber? Davon? Habe ich einen Nutzen davon, dass ich mich zeige, dass ich in Mekka war? Ja? Da kann das sein, dass ich mich vielleicht danach gut fühle, dass die Leute sagen, oh, Mashallah und Haji und ja, du hast Umrah gemacht, du hast Hajj gemacht und Mashallah, Tabaka und so. Ja, und vielleicht fühlst du dich gut und bist damit zufrieden und liebst es, der Mensch liebt es ja allgemein, gelobt zu werden. Und da muss man, ja, da muss man halt aufpassen.
aufpassen mit diesen Sachen, ja, auch die Taten zu zeigen. Wenn es grundlos ist, warum macht man das? Ja? Wenn es einen Grund hat, andere zu motivieren, bismillah. Dann, ja, und man weiß, man kann sich kontrollieren, mich juckt das nicht. Sollen die loben? Was bringt mir der Lob von den Menschen? Der Lob von den Menschen bringt mich weder ins Paradies, noch ja, wird mich der Tadenden oder ja, weder nutzen noch schaden. Ja? Mich juckt das nicht. Ja? Weder komme ich dadurch ins Paradies, noch komme ich davon. Werde ich von der Hölle bewahrt. Deswegen juckt mich das. Sollen die sagen, was sie sagen? Sollen die, ja, aber trotzdem ist das eine Gefahr, die nicht unbedingt immer sein muss. Ja. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. Darf man als Frau zu Hause Hosen tragen vor dem Mann? Allgemein, ja, nee, gibt es viele Gelehrte, die sagen, ja, man darf Hosen tragen vor dem Mann. Zu Hause Hosen tragen. Es gibt vielleicht den einen oder anderen Gelehrten, der sagt nein, weil das eine Nachahmung der Männer ist und so, aber Allahu alam, ich denke, dass es auch von Kultur zu Kultur unterschiedlich ist und so. Und Allahu alam, also ich habe auf jeden Fall von Gelehrten gehört, dass es erlaubt ist. Und Allah weiß am besten. Barakallahu fikum. Hauskauf in Deutschland, wie kann man es doch ermöglichen ohne Zinsen? Also, ich habe schon gesehen, dass andere das auch gefragt haben, darf man ein Haus kaufen mit Kuwait Bank oder wie auch immer. Also diese Sachen, liebe Schwester, darüber habe ich schon einige Male gesprochen. Aber bei allgemein, liebe Schwester, allgemein ist es so, dass es auf jeden Fall im Großen und Ganzen auf jeden Fall verboten ist, ein Haus mit Zinsen zu kaufen. Und was diese islamischen Banken angeht, wie jetzt Kuwait oder andere Banken, die das so Islamic Banking anbieten oder sich so nennen, da muss man wirklich sehr, sehr aufpassen und sich ihre Verträge mal anschauen und am besten mal große Gelehrte oder allgemein Gelehrte darüber das überprüfen lassen, weil nicht alles, was als Halal verkauft wird, ist auch Halal, auch wenn die Bank sich islamische Bank nennt. Auch wenn, ja, weil am Ende des Tages es gibt definitiv Möglichkeiten, islamisch gesehen, ein Haus zu kaufen auf Halal-Basis, ja, mit monatlichen Raten. Vom Islam her ist das möglich. Aber leider, ganz ehrlich, leider die meisten Banken, die das anbieten, sie verdrehen die Wörter oder nennen die Zinsen mit anderen Worten. Ja, hier und da wird das eine oder andere als Gebühr, als Gewinn oder so. Ja, es kann sein, das ist ja, die müssen ja auch etwas verdienen, die Bank quasi, die das ermöglicht, die das quasi vorfinanziert oder was auch immer. Aber es ist je nachdem, wie und was sie dir anbieten und wie sie dir das anbieten und wie der Vertrag aussieht, ja, und die Bedingungen aussehen etc., kann das Halal oder Haram sein. Aber ich sage euch, auf jeden Fall aufpassen, weil vieles, ja, ich kann nicht einfach sagen Halal, Haram 100% in dem Sinne, was diese islamischen Banken anbieten, weil ich kenne nicht alle ihre Verträge. Und da gibt es auch bestimmt den einen oder anderen, der sich vielleicht damit auskennt oder die Verträge schon mal durchgelesen hat. Vielleicht auch die Geschwister von, ich sehe gerade hier, Halal-Check. Ich kannte die ehrlich gesagt bis vor ein, zwei Jahren gar nicht. Und ich kenne die auch jetzt nicht so gut und ich weiß auch nicht, was die so machen. Aber ich habe ein, zwei gute Sachen gehört, sage ich mal. Allahu alam, nichts Tieferes oder so. Aber wenn die sich damit zum Beispiel auskennen und die haben Geschwister dort, die stark sind in der Scharia, sage ich mal, studiert haben oder auf das Wissen von großen Gelehrten zurückgreifen und diese Sachen mit der Scharia vergleichen und sich Fatawa holen, Rechtsgutachten von großen Gelehrten, dann ist das inshallah auch ein guter Weg, um da nur mal sicher zu gehen. Und ganz ehrlich, was aber wichtig ist, liebe Geschwister, in diesem Zusammenhang, was Hauskauf angeht, das, was viele Imame erzählen, ja, und zwar besonders zum Beispiel von den türkischen Imamen in den türkischen Moscheen, aber nicht nur, ja, allgemein Imame und Moscheen hier in Europa, zum Beispiel Deutschland, Frankreich, allgemein in Europa, so gibt es oft einfach immer nur, ja, ist erlaubt, hier in Europa ist erlaubt, ja, und ganz ehrlich, also Zinsen zu zahlen, ein Haus von der Sparkasse oder Deutschen Bank oder Commerzbank oder was auch immer, ein Haus zu kaufen mit Zinsen und die sagen dir, es ist erlaubt oder es ist hier in Europa erlaubt, ja. Geschwister, ich sage euch eine Sache, ja, es gibt eine Fatwa von Sheikh Dr. Al-Qaradawi, es gibt von diesem Fatwa-Komitee Europa quasi, ja, eine Erlaubnis. Es gibt hier und da diese Imame, die das erlauben. Aber ich sage euch ganz ehrlich, liebe Geschwister,
Ich bin vielleicht jetzt nicht so, ja, der Klügste in dem Sinne oder Akademiker, aber ich bin auch nicht dumm in dem Sinne, dass ich jetzt, ja, wenn es halal wäre, ich wär der Erste, der es gemacht hat, hätte, und das vielleicht schon vor 10, 20 Jahren, ja. Und ich glaube, ich hätte nicht nur ein Haus gekauft, sondern mehrere. Weil das sehr einfach ist. Du kaufst ein Haus, du zahlst einfach, statt dass du 1000, 1500 Euro Miete zahlst, 1000, 1000, zahlst du 1000, 1500 Euro das Haus ab. Ja? Im Grunde genommen ist da dein Geld weg. Und bei dem anderen, ja, und ich meine, da muss man ja auch nicht ein helles Köpfchen sein, dass es nicht lukrativ ist und so weiter und so fort. Ja? Aber, liebe Geschwister, was definitiv sicher ist, dass das 100% im Islam haram ist und verboten ist. Im Allgemeinen. Es gibt Notsituationen. Warum? Weil das eine Fatwa ist. Weil du, wenn du eine Fatwa holst, eine Fatwa kannst du nicht übernehmen für jeden Ort und für jeden Ort und für jede Zeit. Ja, für jeden. Und es ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Wenn du mir sagst, eine Familie, ja, eine Familie wurde zum Beispiel aus dem Haus geworfen. Diese Familie lebt, keine Ahnung, sagen wir mal was weiß ich, in Bulgarien, in Ägypten oder sonst irgendwo. Diese Familie ist mit Kindern etc., die wurden rausgeschmissen. Es gibt dort keine Sozialhilfe, es gibt dort keine Notunterkünfte, ja, keine Notunterkünfte von der Regierung. Es gibt da nicht dieses und jenes. Diese Familie zum Beispiel, die haben keine, ja, die sind Fremde, die haben keine Familie dort, niemand würde sie aufheben, niemand würde ihnen Geld leihen, sie haben keine. Nichts Erspartes, sie würden auf der Straße landen. Ja? Und es wäre ein großer Schaden natürlich, wo sie vielleicht sogar erfrieren oder sterben können, aber im Allgemeinen ein großer Schaden. Das ist eine Notsituation, ja? Eine Darura, die definitiv ein Urteil ändert von Haram zu Halal. Ja? Mit den Gesetzen von Koran und Sunna. Ja? Mit den Gesetzen, mit den Regeln von Koran und Sunna. So wie Allah Azza wa Jalla im Koran sagt, wenn ihr zum Beispiel, ja, unterwegs seid und ihr habt nichts, ja, ja, außer das, wo ihr notgedrungen, gezwungenermaßen, ja, und da ist zum Beispiel im Koran steht dann zum Beispiel Schweinefleisch, verendetes Fleisch, ja, darunter würde kommen zum Beispiel Alkohol, du bist in der Wüste, du hast dich verlaufen, keine Ahnung, du hast nichts. Das Einzige, was du hast ein Wildschwein und du hast eine Flasche Bier, Sekt, Alkohol, Whisky, keine Ahnung. Ja, entweder du isst das und trinkst das oder du stirbst. In dem Augenblick ist das für dich halal, das zu essen, das zu trinken. Aber es ist auch nur halal, so viel davon zu essen und zu trinken, dass du am Leben bleibst und nicht, dass du dir einen gibst und dass du, ja, dass du dick wirst davon in dem Sinne. Sondern, ja, das ist, wie gesagt, das sind so spezielle Fälle. Das sind so, aber ganz ehrlich, diese Situation haben wir noch gar nicht. In Deutschland, wenn du in Deutschland, damit, bevor du auf die Straße kommst, ja, denn der Hauseigentümer hat dich rausgeschmissen aus bestimmten Gründen oder ja, beispielsweise der will es selbst benutzen, ja, Selbstnutzung oder so, oder er will es verkaufen etc. Er schmeißt dich da raus. Du hast ja normalerweise eine Zeitspanne, einen Monat oder 3 Monate Kündigungszeit, ja, wo du schon nach etwas anderem schauen kannst etc. Du hast die Möglichkeit von Notunterkünften, ja, und nicht irgendwie, wenn du mit Frauen und Kindern da stehst, Allahu Akbar, sehr wahrscheinlich werden die dich nicht mit Junkies in ein Zimmer stecken, sondern Allahu Akbar, es gibt hier und da, ja, Möglichkeiten. Man hat Familie, man hat Möglichkeiten, sich Geld zu leihen. Es gibt das Sozialamt, es gibt Institutionen, die einem helfen, etc. Man kommt gar nicht einfach so auf die Straße, ja. Und deswegen wäre das zum Beispiel dieses Urteil würde vielleicht für eine Familie in anderen Ländern, ja, wenn diese Familie keine anderen Wege hätte, ja, und würde wirklich auf der Straße landen, ja. Das wäre dann ein anderes Urteil. Ja, und bei denen wäre das dann halal, weil sie dann einen großen Schaden davon nehmen. Eine andere Familie in Deutschland zum Beispiel, würde für die bleibt es haram, weil sie gar nicht diese Notsituation haben und man hat keine Not da drin. Du kannst doch einfach eine Mietwohnung haben oder ein Haus mieten und du kannst darin leben und du lebst gut und mashallah, uns geht es allen gut. Ja, auch wenn wir zur Miete nehmen, uns geht es gut, wir haben warm Wasser, wir haben Zimmer, wir haben Platz, wir haben Heizungen, subhanallah, uns geht es allen sehr gut und man lebt. Ja? Und in diesen Ländern besonders, wenn es dir sogar schlecht geht, gibt es ja immer noch diese Hilfen von Sozialhilfe oder Kindergeld und Arbeitslosengeld oder keine Ahnung, was viele, viele Menschen auf dieser Erde gar nicht haben. Das ist Luxus. Wir leben in purem Luxus, dass es sowas, ja, überhaupt gibt, dass man darauf zurückgreifen kann. Und deswegen, wie gesagt, ist diese Notsituation für, ich sage mal, zumindest für die allermeisten, ist es gar nicht da.
Ja, es ist gar nicht da. Es ist gar kein großer Schaden. Es ist gar kein. Musst du nur den Besitz haben? Ist das eine Pflicht, Besitz zu haben, Eigentum zu haben? Das muss man nicht. Ja, muss man nicht. Und man kann trotzdem, inshallah, normal und gut leben. Und möge Allah also uns davor bewahren. Und wie gesagt, ich sehe persönlich, weil es gibt ja manche Sachen, wo es Meinungsverschiedenheiten gibt. Sagst du mir jetzt, okay, Hijab oder Niqab, ja, also Ganzkörperverschleierung oder Hijab? Ich sag dir ja, das sind Verse im Koran. Ich habe zwar meine Meinung, aber es gibt Verse im Koran, Hadith aus der Sunna, die sind beide, von Koran und Hadith, die sind aus beiden Quellen quasi, kann man es so oder so deuten. Ja, man kann es so oder so deuten. Ja, das sind mehrdeutige Verse, mehrdeutige Hadithe, die man verschieden erklären kann und verschieden sehen kann. Und deswegen gibt es eine akzeptable Meinungsverschiedenheit. Aber wenn wir jetzt über Zinsen reden, so gibt es keinen einzigen Beweis, der annähernd darauf hindeutet, dass es irgendwie dass es ein anderes Urteil geben könnte, außer als Haram und große Sünde. Weil überall, wo darüber etwas steht, steht nur die strengste Form von Verboten und Haram. Im Koran, Allah sagt, derjenige, der nicht damit aufhört, er soll sich gefasst machen auf Krieg gegen Allah und seinen Gesandten. Krieg, du erklärst deinem Schöpfer und deinem Gesandten Krieg. Ja, was gibt es da noch Größeres als Sünde? Allah sagt, hört auf damit, stopp, ja, verboten. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagt, derjenige, der mit Zinsen zu tun hat, ist verflucht. Nicht nur der es gibt, oder, ja, derjenige, der es gibt, derjenige, der es nimmt, derjenige, der es aufschreibt, derjenige, der es an einem Tisch bezeugt. Jeder, der damit zu tun hat, alle verflucht, alle machen große Sünde, subhanallah. So weit geht das. Ja? In einem anderen Hadith, dass ein Dinar oder Dirham von Zinsen, ja, sagen wir 1 Euro oder egal, eine Summe X in Euro an Zinsen, die gar nicht mehr so groß ist, es ist schlimmer, 36 Mal Unzucht, Zina zu machen mit der eigenen Mutter. Jemand schläft mit seiner eigenen Mutter. Subhanallah. Und das nicht nur einmal, sondern wiederholt und wiederholt und wiederholt es. Ja, wie ist das dann mit nonstop, ohne Ende und viel Zinsen zahlen, wie bei einem Haus? Zehntausende Euros, die du zahlst und möge Allah bewahren. Und ehrlich gesagt, das ist, und es gibt keinen, im Gegenzug, es gibt keine anderen Beweise, die irgendwie ja, etwas anderes zeigen, dass es ein bisschen so runtergestuft wird. Alle Beweise sind nur, ja, da kriegst du grüne Haare, da hast du Angst, fängst du an zu zittern als Muslim. Und deswegen ganz ehrlich, wenn es halal wäre, Allah, ich wäre der Erste, der es gemacht hätte. Ja? Das ist doch cool. Du, statt dass du Miete zahlst, ich würde doch nicht nur eins kaufen, ich würde mehrere kaufen. Ja? Ist doch eine super Geldanlage und Immobilien sowieso, etc. Ist ein super Business. Aber ehrlich gesagt, weil es so haram ist, nein. Ja, dann ist es für einen Muslim auch gar keine Fitna. Es ist gar keine Fitna, null Fitna. Ja, warum soll ich das machen? Was habe ich davon? Ich werde sowieso bald sterben. Was soll ich denn mit so einem Haus? Meine Kinder, ich brauche. Ja, als Muslim denke ich eigentlich, oh meine Kinder, ich muss meinen Kindern was hinterlassen und ansonsten, was ist mit deinen Kindern? Bist du der Versorger geworden? Allah ist der Versorger. Allah sagt, nahnu narzuqukum wa iyyahum, wir versorgen euch und eure Kinder. Ja? Meinst du, Allah braucht dich als Versorger für deine Frau, für deine Kinder, für deine Nachkommen? Allah versorgt dich und alle auf der Erde und alle im Himmel und alle in der Erde, unter der Erde und subhanallah. Und deswegen, man muss auf Allah vertrauen und dankbar sein für das alles, was wir haben. Und das, was wir uns alle, diesen Luxus, in dem wir leben. Und Jazakumullahu khairan. Sorry, ich bin ein bisschen hängen geblieben bei der Frage. Gehören die Kaplanjis zu den Khawarij? Kann ich nicht sagen. Kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht ganz genau, ehrlich gesagt. Ich denke nicht, Allahu alam, ich denke so jetzt von dem, ich weiß nicht so viel über sie, aber das, was ich kenne, Allahu alam, das, was ich kenne, erscheint mir nicht, dass sie Khawarij sind. Aber wie gesagt, ich kenne sie dafür nicht gut genug, genau was sie alles glauben und nicht glauben. Ist es haram, bei einer Bank mit Zinsen zu sein? Also diese normalen, also meinst du reinzugehen oder ein Konto zu haben? Also normalerweise ist es verboten. Ja? Normalerweise einfach so ein Konto zu haben, wenn man es nicht braucht, ist es normalerweise nicht erlaubt, ja, diese normalen Konten und Kreditkarten zu haben. Aber es ist erlaubt, von der Hinsicht, dass es eine Sache ist, die notwendig ist im Leben. Ja, wenn du kein Konto hast, du kriegst keinen Lohn, du kannst keine Miete zahlen, du kannst viele Sachen, die man zum Leben braucht, sind davon abhängig, dass du ein Konto hast. Ja, und deswegen wegen der
Wie haben wir das nochmal? Weil man es braucht quasi, aus diesem Grund ist es erlaubt. Allahu ta'ala. Wie verrichtet man das Witr-Gebet? Das Witr-Gebet verrichtet man ganz einfach, indem man eine ungerade Zahl betet. 1, 3, 5, 7, 9, 11 oder 13. Ja, eine ungerade Zahl betet. Am besten ist das letzte Gebet, was man betet in der Nacht. Es ist keine Bedingung, aber es sollte das letzte Gebet sein nach der Sunna. Barakallahu fikum. Und was noch? Barakallahu fikum. Und ja, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt mehrere Rakats betet, 5 oder 7 in einem Zug, ja, dann kann man zum Beispiel was machen? Man betet komplett ohne Tashahud, ohne sich hinzusetzen, sondern du stehst immer auf, direkt auf und machst nur am Ende den Tashahud. Aber es ist das Gebet wie alle anderen, es ist ein Gebet wie alle anderen Gebete auch quasi, ja. Es ist aber nur eine ungerade Zahl quasi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Und es ist eines der wichtigsten Sunnah-Gebete und eine Sunnah Mu'akkada, eine sehr, also von der Stufe her, ja, direkt unter Pflicht. Ja, und zwar die hanefitische Rechtsschule, die sehen das als Pflicht, aber Allahu a'lam, die richtige Meinung ist die Meinung der meisten Gelehrten und Rechtsschulen, die drei anderen Rechtsschulen und die meisten Gelehrten, dass es eine sehr wichtige Sunna ist, aber keine Pflicht. Aber der Prophet Muhammad hat sie immer gebetet. Er hat sie sogar gebetet, Witr-Gebet und die zwei Sunna vom Fajr-Gebet, der hat sie sogar gebetet, wenn er auf der Reise war. Ja, nicht wie die anderen Sunnen hat er nicht gebetet. Duhur, Maghrib, Aisha, die Sunna vorher, nachher und so, die hat er nicht gebetet, wenn er auf Reise war. Aber die zwei vom Fajr und das Witr-Gebet, die ungerade, hat er sogar auf der Reise gebetet. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Wenn ein verheirateter Mann oder Frau Zina macht, ist diese islamische Ehe noch gültig? Ja, die Ehe ist noch gültig. Ja, die Ehe ist noch gültig. Aber islamisch gesehen, die Strafe für einen verheirateten Mann oder eine verheiratete Frau, wenn sie Zina machen, ist nach islamischem Recht die Todesstrafe. Ja, Ar-Rajm, für Mann und Frau gleichermaßen. Wenn sie nicht verheiratet sind, dann ist es keine Todesstrafe, sondern Peitschen. Ja? Ist Barttragen Pflicht oder Sunnah? Fragt der Bruder Marwan. Barttragen im Islam ist Pflicht. Und das ist eine Pflicht nach allen vier Rechtsschulgelehrten. Ja, alle vier Rechtsschulen sagen, es ist Pflicht, einen Bart zu haben, einen Bart zu tragen. Wo es dann wiederum ein bisschen Meinungsverschiedenheit gibt, ist, wie lang ist dieser Bart? Ja? Darin gibt es Meinungsverschiedenheit. Aber ein Bart zu rasieren zum Beispiel, komplett wegzurasieren, das ist verboten und haram. Nach allen vier Rechtsschulgelehrten oder Rechtsschulen ist das verboten. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Soll man erst fasten, brechen und dann beten oder beten, dann fasten, brechen? Also ehrlich gesagt, liebe Schwester, barakallahu fikum, von der Hinsicht her, ob das erlaubt ist, beides ist erlaubt. Es ist erlaubt, zuerst zu beten und dann zu essen. Es ist auch erlaubt, zuerst zu essen und dann zu beten. Und da muss man halt vielleicht schauen, wenn der Tisch schon gedeckt ist, ja, wenn der Tisch schon gedeckt ist, dann ist es vielleicht so, dass man vielleicht besser essen sollte. Warum? Weil man sich dann nicht im Gebet, nicht, dass man schnell betet, nicht, dass man im Gebet die ganze Zeit nur ans Essen denkt, ja. Aber man sollte dann auch nicht übertreiben, dass man dort eine Stunde sitzt oder anderthalb Stunden sitzt und dann die Gebetszeit schon fast draußen ist oder ja, schon sehr verspätet betet. Darauf sollte man achten. Wenn man extrem großen Hunger hat, ja, allgemein, Ramadan, Fasten oder ohne Fasten, wenn man einen sehr großen Hunger hat, Essen ist da, dann soll man lieber zuerst essen. Ja, von der Sunna soll man zuerst lieber essen, damit man im Gebet sich konzentrieren kann. So wie zum Beispiel auch, wenn du unbedingt auf Toilette gehen musst, dann solltest du lieber erstmal auf Toilette gehen und du machen und dann beten und nicht in diesem Zustand beten, sodass du dich konzentrieren kannst. Und das ist von der Sunna so barakallahu fikum. Ja? Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Darf man im Schneidersitz beten? Darf man seine kleine Tochter zum Freitagsgebet mitnehmen? Ich glaube, darf man im Schneidersitz Dua machen, glaube ich, hat derjenige geschrieben. Darauf habe ich schon geantwortet. Darf man seine kleine Tochter zum Freitagsgebet mitnehmen? Kann man mitnehmen, ja, ist kein Problem. Islamisch gesehen ist gar kein Problem darin. Und es sollte eigentlich auch so sein, dass man die Kinder mitnimmt zur Moschee, dass man die daran gewöhnt, zum Gebet. Aber man sollte auch ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, was diese Sache angeht. Ja, was die Kinder, kleine Kinder mitnehmen. Wenn jemand weiß,
dass seine Kinder wirklich richtig Trouble, ja, Troublemaker sind, richtige, wie soll ich sagen jetzt, richtige, freche, katastrophale, süße Dinger sind, ja, die dort die Moschee auf den Kopf stellen und schreien und laufen und werfen und Allahu alam, was sie dort anstellen, wenn sie dort Krieg machen, dann jemand weiß das. Ja, jeder kennt seine Kinder. Es gibt ja Kinder, die nimmst du mit, die stehen neben dir, die beten manchmal besser und ruhiger und ja, als manch ein Erwachsener. Ja? Aber dann gibt es auch Kinder, die wirklich, ja, die denken, die sind gerade im Indoor-Spielplatz und die nehmen da alles auseinander. Und dann sollte er auch bedenken, dass da heutzutage, besonders heutzutage, Leute sind, die unwissend sind, alte Leute, die wenig Geduld haben und so weiter und so fort, die dann Krieg machen und die schmeißen dich mit deinen Kindern raus und Allahu a'lam, was dann alles passieren kann. Und deswegen sollte man auch, ja, wenn jemand weiß, seine Kinder sind wirklich, ja, die sind sehr unruhig, die machen viel Stress und so, dann soll er ganz, ganz bestimmt nicht oder auf jeden Fall nicht von diesen Kindern auch noch zwei oder drei mitnehmen. Ja? Weil dann stört er das Gebet, sein Gebet und das Gebet der anderen, und das darf man nicht im Islam. Ja? Aber wenn jemand weiß, ja, sein Kind ist, alhamdulillah, im Großen und Ganzen ein ruhiges Kind, macht keinen großen Theater und so und benimmt sich oder betet gut mit. Ja? Also es gibt wirklich in der Moschee, ich sehe oft Väter, die auch ihre kleinen Kinder mitnehmen. Echt, mashallah, süß, 4, 5 Jahre alt und beten so still, so ruhig, ja, oder setzen sich hin und machen einfach nichts, und das gibt es ja auch, und dann ist es gar kein Problem, dann ist es auf jeden Fall gut, ja, Kinder mitzunehmen, dass sie sich daran gewöhnen, dass sie das sehen, dass sie in das Haus Allahs also gehen. Ja, da muss man halt ein bisschen auch schauen, wie die eigenen Kinder sind. Aber im Allgemeinen darf man darf, ja. Okay, nächste Frage. Man weiß doch, dass sie haram sind. Und wie haram? Ich weiß nicht, was manche möchten, jemanden zu finden, der sagt, ja, Halal kannst du machen. Es gibt mittlerweile islamkonforme Aktien. Was hältst du davon? Ich habe vorhin schon über Aktien geredet, und allgemein sind ja Aktien auch nicht verboten. Ja, solange es keine verbotenen Sachen sind, habe ich ja vorhin schon beantwortet. Jemand hat gerade eine Frage gestellt, hier auf Facebook auch. Ist ein islamisches Würfelspiel auch haram? Also ganz ehrlich, liebe Geschwister, ich habe darüber, glaube ich, vor einer Woche oder so schon mal darüber gesprochen und gesagt, dass es ja die Hadithe gibt, authentische Hadithe, ich glaube, es ist Muslim überliefert, dass der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, derjenige, der spielt mit An-Nard oder An-Nardashir. An-Nard oder An-Nardashir ist ja eigentlich, ich glaube, diese Wörter kommen vom Persischen, wenn ich mich nicht irre, und diese Würfelspiele sind, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, derjenige, der damit spielt, mit Würfeln spielt, es ist so, als würde er seine Hände in Schweinefleisch und Schweineblut hineinstecken. Und ich glaube, es gibt noch einen anderen Hadith, wo er sagt, dass derjenige, der damit spielt, er hat anders gesagt, ungehorsam war dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ungehorsam. Ja? Und demnach sagen die Gelehrten, die allermeisten Gelehrten sagen, es ist haram, mit Würfeln zu spielen, wegen diesen Verboten. Ja? Was ihr mich bitte nicht fragt, fragt mich nicht nach dem Grund dafür, ja? Nach dem Grund dafür, weil ich weiß nicht genau, was der Grund dafür ist. Ich meine, ich habe schon gehört, was der eine oder andere Gelehrte dazu gesagt hat, dass sie sagen, ja, das ist alles nur auf Glück und aufgebaut etc. Und es ist dann auch egal, ob da Geldeinsatz ist oder kein Geldeinsatz. Wenn es mit Geldeinsatz ist, ist die Sünde noch größer. Aber im Allgemeinen sagen die Gelehrten, es ist verboten wegen den authentischen Überlieferungen. Ja, und wenn man jetzt nach der Hikma fragt, nach dem Grund dafür fragt, so kann man sagen, dass Allahu a'lam, ja, manche Gründe wissen wir nicht. Die allermeisten Sachen, 99,9% aller Sachen im Islam, die verboten sind, sind auch nach der Logik klar, warum sie verboten sind, weil es deutlicher Schaden bringt, ja, in die Gesellschaft, in die Moral, in die Gesellschaft, in Gesundheit oder was auch immer, schadet einfach. Alkohol, Drogen, dieses, jenes, ja, ist es offensichtlich. Aber es gibt auch manche Sachen, wo Allah also uns einfach sagt, wir sollen das machen oder nicht machen, und Allah weiß warum. Ja, wir wissen, aber es sind die allerwenigsten, sehr, sehr selten solche Sachen.
dass uns selber das nicht 100% klar ist. Aber es gibt ja Sachen, die Allah einfach so gemacht hat. Die nimmt man einfach so, akzeptiert man so. Ich mache das so, ich diene damit Allah, weil er es gesagt hat, fertig. Ich muss das nicht verstehen. Ja? Im Großen und Ganzen alles versteht man. Aber ich hatte dann, glaube ich, auch vorletzte Woche, glaube ich, dann die Frage gestellt, warum betet man denn das Morgengebet 2, das Abendgebet 3, die anderen Gebete 4? Warum? Wissen wir nicht. Ja, Allah hat uns das ja nicht gesagt, warum. Ja, aber wir müssen das machen und wir machen das einfach. Wir akzeptieren es. Warum? Weil ich bin ein Diener von Allah. Dann mache ich es einfach und ich muss nicht alles hinterfragen. Ja? Warum? Weil ich weiß, wer mein Schöpfer ist und ich weiß, dass ich ein Diener bin und ich weiß, dass er allwissend ist, gerecht ist, barmherzig ist, mild ist, allweise ist. Deswegen, ich brauche ihn nicht zu hinterfragen. Ja, das, was er macht, ist schon das Richtige und das, was gut ist. Allahu ta'ala ala wa alam. Darf man als Muslim seine muslimische Nachbarin mit dem Salam begrüßen? Darf man schon. Im Allgemeinen ist ja das Reden mit dem anderen Geschlecht ist ja erlaubt. Ja? Ist ja schon erlaubt. Ja, die Sahaba radiallahu anhum haben ja auch mit den anderen, also Sahaba und Sahabiyat oder mit den Frauen des Propheten Mohammed gesprochen. Ja? Solange das wenn es normale Gespräche sind, normale Gespräche wie bei dem Arzt, wie bei der Kasse, an der Kasse, ja, normal begrüßen, wie viel, danke, da, rechts, links, keine Ahnung, ist es alles im Rahmen des Erlaubten und dann ist es auch nicht haram, Allah ta'ala ala wa alam, solange daraus keine Fitna entsteht in dem Sinne. Allahu alam. Darf man Allah bitten um Reichtum? Darf man bitten. Aber es wäre gut, wenn du zum Beispiel dazu fügst, oh Allah, gebe mir Reichtum, wenn es gut für mich ist. Ja? Weil es gab ja einen Sahabi, der kam jetzt zum Propheten Muhammad und er sagte zu ihm, oh Gesandter Allah, bitte Allah, dass ich reich werde. Ja? Und dann hat er darauf beharrt und der Prophet Muhammad hat das gemacht. Weil er darauf beharrt hat, immer wieder wollte und dann hat der Prophet das gemacht. Und dieser Mann ist dann reich geworden. Und er hat dann immer weniger gebetet und dann hat er aufgehört mit dem Gebet etc. Und das passiert zur Zeit des Propheten Mohammed. Und deswegen, weil man nicht weiß, ob es gut oder schlecht für einen ist, besser, dass man dann zum Beispiel sagt, oh Allah, mach mich reich, wenn es für mich gut ist. Ja, wenn es für mich gut ist. Und Umar ibn Khattab, er sagte, mir ist es egal, ob ich Geld verdiene oder verliere. Ich glaube, das war so seine Aussage. Weil ich weiß, mir ist es egal, ob ich reich oder arm bin, weil ich auch nicht weiß, was besser für mich ist, ja, von beiden. Wallahu a'lam, vielleicht habe ich auch die Aussage nicht 100% richtig wiedergegeben, kann mich jetzt gerade nicht gut erinnern daran, aber so ungefähr war das. Wallahu ta'ala a'lam. Eine Freundin hat keinen Kontakt mehr zu ihrem Vater. Er versorgt sie seit langem nicht mehr und sie wohnt alleine. Sie möchte nun heiraten. Ist ihr Vater noch ihr Wali, also ihr Vormund quasi, islamisch gesehen ihr Vormund, oder darf ihr älterer Bruder die Wali-Eigenschaft übernehmen? Also, Barakallahu fikum, als erstes, der Vater, solange er Muslim ist, ist er erstmal der Wali. Und den kann man nicht einfach so darf man ihn nicht auswechseln. Ja? Sie wohnt alleine, okay, ist ja nicht schlimm, der ist ja schon erwachsen, wenn die auch heiraten will. Und er versorgt sie seit langem nicht mehr. Er muss sie auch nicht versorgen, sie ist ja erwachsen. Es ist nicht die Pflicht des Vaters, die Kinder zu versorgen, bis sie 50 sind oder 30 sind. Ja? Als Kind muss er sie versorgen, aber als Erwachsener muss er sie nicht versorgen. Und deswegen tut das auch nicht zur Sache, ehrlich gesagt, islamisch gesehen. Und er ist noch ihr Wali. Und ehrlich gesagt, die Wilaya kann nicht einfach so übergeben werden, ohne Grund. Zum Beispiel, also, oder mit diesen Gründen, dass er sie nicht versorgt, dass sie seit längerem keinen Kontakt hat zu ihm. Das heißt nicht, dass er kein Wali mehr ist. Er ist ihr Wali. Islamisch gesehen, nach islamischem Recht, ist er ihr Wali. Und dass sie keinen Kontakt haben, das ist ja auch eine Katastrophe an sich. Ja, Allahu alam. Natürlich, ich kenne jetzt die Hintergründe nicht und da ist bestimmt, Allahu alam, vielleicht Probleme, Streit, was auch immer. Aber ne, das ist ja auch ein Problem an sich, was man normalerweise versuchen sollte, in der Dunya zu regeln. Weil wenn man diese Sachen nicht regelt in der Dunya,
wird man sie regeln müssen in der Akhira, im Jenseits. Und deswegen wäre das sehr, sehr ratsam, dass sie da wieder Kontakt aufnehmen. Natürlich, wie gesagt, ich will mich da nicht einmischen oder einfach Sachen sagen. Das sind, hier und da passieren ja sehr, sehr, sehr schlimme Sachen zwischen Menschen, wo man Sachen auch manchmal verstehen kann. Ja? Es gibt ja alles Mögliche heutzutage. Wallahu musta'an, ich habe ja schon sehr, sehr schlimme Sachen gehört in meinem Leben, deswegen ich kann das schon manchmal, in manchen Situationen kann ich das verstehen. Ja? Männer, die zum Beispiel ihre eigenen Töchter, wie soll ich sagen, so berühren wollten und so kranke Sachen. Deswegen, wie gesagt, es gibt dann schon Fälle, wo das eine oder andere natürlich, wo das erlaubt ist, dass dieser Kontakt nicht mehr da ist oder dass man einen Schlussstrich gezogen hat, etc. Aber wie gesagt, ansonsten, man sollte es lieber klären. Und natürlich kann es sein, dass man ihm die Wilaya abnehmen kann. Zum Beispiel, er sagt, weißt du was,